Mal eine Freude, hier dabei sein zu dürfen, weil ich habe es vorher schon auf der Bühne vom Stadtgründungsfest gesagt, vom Stadtgeburtstag. Das Ganze könnte gar nicht stattfinden, wenn es kein Handwerk gäbe. Und das gilt ja nicht nur für dieses Fest, sondern das gilt für fast alles, was in unserer Stadt passiert. Also ohne Handwerk macht nichts und das kann man auch nur unterstreichen. Da sind zwei, bin ich immer gern dabei. Werbe auch immer sehr gern, habe ich auch vorhin schon getan, mache ich gern nochmal. An diejenigen Eltern, die Kinder im ausbildungsfähigen Alter haben, und dann hoffe ich mal mit den jungen Menschen hier, die gerne ein Handwerk ausüben. Wie schon gesagt, es gibt ganz viele Möglichkeiten für fast alle Menschen, also ich als zum Beispiel ausscheiden. Ich bin ausschließlich Mundwerker. Das ist bei Politikern so üblich, also Handwerk ist ein Testomeins. Ich probiere es ja jetzt schon wieder irgendwie mal einen Nagel reinzuschlagen, bin aber froh, wenn du weißt, dass die Spitze dann nach unten geht. Aber es muss ja nicht jeder alles können, aber es gibt bestimmt Menschen und Eltern unter ihnen, die vielleicht für ihre Kinder Idee haben und die Kinder können sich sie jetzt anschauen, die Jugendlichen. Ich glaube, Handwerk hat nach wie vor den Boden da. Das ist keine Floskel, sondern das gilt einfach, weil wir alle gemeinsam immer Handwerk brauchen werden. Bei aller Technisierung, bei künstlicher Intelligenz. Ich sage manchmal einmal, wenn es natürliche Intelligenz ausreichend gäbe, aber gehört, künstliche Intelligenz ist eine Einwendung. Aber ganz, das wird uns alle nicht weiterhelfen, wenn es darum geht, irgendwelche Bauwerke zu errichten, irgendwas nach vorne zu bringen. Deswegen bin ich wirklich mit Überzeugung immer gern dabei, dieses Handwerk der zu öffnen. Ich finde es auch toll, dass es, Dankeschön an alle, die da mitwirken, dass es jetzt ja wieder hoffentlich in Zukunft für jedes Jahr, glaube ich, zwei Jahre, auf den Weg gebracht wird. Ich glaube, es ist halt einfach fest zum Bestandteil des Stadtgeburtstags. Und wie Sie schon gesagt haben, Handwerk herzunutzen, da gibt es überhaupt keinen Zweifel tatsächlich. Und wir brauchen das Handwerk auch. Das sage ich Ihnen auch gerne als Oberbürgermeister und ehemaliger Finanzverantwortlicher. Ich habe ja Krisen erlebt in Finanzsachen ohne Ende, 2008 und immer wieder danach. Die Einzigen, die brav weiterhin ihre Steuern bezahlt haben, die keine Vorauszahlungen abgesenkt haben, die nicht versucht haben, Verlustvorträge zu machen, sind die Handwerker. Und dafür auch mein ganz herzlichen Dank an alle, die dort Unternehmen leiten. Das war und ist immer so, dass die Handwerker ein verlässlicher Teil unserer Stadt sind. Und zu dem, was Sie gesagt haben, na klar, mir ist auch klar, dass Handwerk jedenfalls diejenigen, die irgendwelchen schweren Teile von anderen machen, schlecht ist, beim Radlmacher. Wobei es gibt jetzt politische Stimmungen, die glauben, das geht einem im Lastenrad. Also, ich sage jetzt nichts, es soll ja ein gemütlicher Nachmittag werden. Aber es gibt natürlich auch Handwerker, wie zum Beispiel Friseure, die haben mich schon gefragt, müsste das echt im Bus fahren? Also es gibt immer ein kleines bisschen dazwischen, denn jedes Handwerk ist gleich Handwerk. Ein Goldschmied, glaube ich, braucht eine unbedingt 200-300 Kilo. Ja, zum Beispiel, die brauche ich schon eher was. Also natürlich ist es nicht über den Kamm stellen, aber ganz klar, jeder möchte gern möglichst gute Arbeitsbedingungen haben und das ist unser Job. Der ist jetzt nicht immer einfach und das ist nicht immer Spaß behaftet. Das ist in der Politik so. Ich versuche jedenfalls dann, wenn ich beteiligt bin, immer das Möglichste, vernünftige Lösungen zu finden. Also Ideologie hat in der Verkehrspolitik aus meiner Sicht einfach keinen Platz. Ich werde nie zustimmen, wenn Parkplätze einfach wegfallen, bis das Parkplätze wegfallen. Das muss dann einfach auch immer Mehrwert für die Bevölkerung geben, dann kann man über sowas nachdenken. Und es muss einen Weg geben, für die Menschen zu ihren Häusern zu kommen und es muss einen Weg geben, dass die Leute dort arbeiten müssen, dort noch arbeiten können. Das ist eine ganz einfache, dreifache Voraussetzung und wenn die nicht besteht, dann werde ich jedenfalls nicht zustimmen, dass irgendwelche Parkplätze wegfallen. Das tue ich nicht, habe ich nicht getan und werde es auch in Zukunft nicht tun. Ich glaube, Handwerk muss zum Kunden und wir werden auch versuchen, alle künftigen Belastungen des Handwerks so gering wie möglich zu halten. Ja, wir haben sogar Handwerkerparkausweise wieder halbiert, die Kosten. Ja, es war ein schöner Ansturm. Ich dachte, ich habe nie wieder einen Handwerker umrufen, aber ich habe dann gesagt, nee, als Selbstschutzhaus halbieren wir die Preise wieder, bevor die zu spät kommen wie ich. Also insoweit, glaube ich, tun wir alles, was notwendig ist, damit das Handwerk im Mittel weiter gedeihen kann. Ich glaube, das größte Problem tatsächlich, das kann ich nicht lösen, ist das Thema Nachwuchs. Das haben wir leider nicht nur im Handwerk, aber auch ganz extrem im Handwerk. Und wir müssen halt einfach alles tun, zu schauen, dass die Ausbildungsbetriebe unterstützt werden, dass sie auch attraktive Ausbildungsplätze anbieten können. Denn sonst wird es echt schwierig, wenn wir kein Nachwuchs mehr finden, dann wird das ganze Handwerk ein bisschen schwer darzustellen sein. Da können wir jetzt machen, was wir wollen, ob wir jetzt einen Randweg mehr oder weniger bauen. Wenn die Leute nicht mehr zu uns kommen, wenn Handwerk immer attraktiv ist für junge Menschen, dann haben wir ein Problem. Und deswegen wäre ich auch gerne hier, ich bin ganz ausdrücklich dafür, sich wirklich zu überlegen, ob wirklich jeder Abitur machen muss, ob wirklich jeder studieren muss,
dass wir das Sinn machen, den einen oder anderen ein Handwerk anbieten zu lassen, der dann auch was Sinnstiftendes tut und nicht hinterher davon ausgewiesen und nach dem Studium Taxi fahren darf. Also insoweit glaube ich, ist es wirklich etwas, was wir bewerben können. Und ich bin ein überzeugter Freund von Handwerk. Manche Sachen im Handwerk, die mag ich lieber, manche brauche ich nicht so oft. Aber wie gesagt, ich denke, wir sind in München einfach gut aufgestellt im Handwerk und möchte es gern bleiben. Deswegen bin ich auch mit Ihrem Kollegen Peter Ander immer mal wieder im letzten konstruktiven Dialog. Hat ja nicht immer die gleiche Meinung, aber wir einigen uns halt schon manchmal. Also in diesem Sinne freue ich mich, dass es auch dieses Jahr wieder klappt. Münchner Kindl, ganz sicher, gehört es zum Handwerk, ganz sicher gehört es zum München, also uns halt sehr gern. Ich weiß noch, wie wir gehüllt haben, ob wir diesen Maiwand überhaupt in diese Boden nicht so allein machen dürfen. Das war ein verwaltungstechnisch schwieriger Vorgang, kann ich nur sagen. Glaubt mir jetzt nicht, wenn man es sieht, auch es hat Wochen und Monate gedauert, bis wir das die Überzeugung durchsetzen konnten, dass der Maiwand da eine Rolle spielt und dass der wichtig ist. Ich werde euch immer unterstützen, wenn es um solche Dinge geht. Ansonsten bitte ich wirklich auch weiterhin dafür zu werben, dass wir Nachwuchs haben. Ich glaube, so eine Veranstaltung wie heute, in dem Rahmen kann eigentlich nur gut sein, dafür zu sorgen, dass die Menschen sich überlegen, Handwerk auszuüben. Ich bedanke mich ganz herzlich für alle, die da mitgeholfen haben, dass es heute stattfinden kann und hoffe mir und wünsche mir, dass wir das die nächsten Jahre auch tatsächlich weiterzumachen. Wo ist ein Kreuz drauf? Mei, ja, mei.